Heute beleuchten wir ein besonders rätselhaftes und oft übersehenes Detail, die Trilobiten. Riesige Tentakelwesen gehören nun mal auf unseren Kanal. Aber was bedeuten diese urzeitlichen Kreaturen wirklich im Kontext der Aliensaga? Bleib dran, um es herauszufinden. Unsere Geschichten werden dich nicht mehr loslassen. Lass jetzt ein Abo da und werde Teil unserer Community. Die meisten von uns verbinden Alien mit den ikonischen Xenomorphs. Die tödlichen Kreaturen, die uns seit Jahrzehnten das Fürchten lernen. Aber in Prometheus wird uns eine neue biologische Form vorgestellt, die Trilobiten. Diese Kreaturen, die auf den ersten Blick an urzeitliche Meeresbewohner erinnern, haben eine tiefere Bedeutung, die eng mit den Themen der gesamten Saga verknüpft ist. Trilobiten sind eine Hommage an die reale Evolution. In der Erde finden sich die Überreste dieser Kreaturen, die vor Millionen von Jahren lebten und starben. Aber Ridley Scott benutzt sie als Symbol für etwas viel Düsteres. Die unaufhaltsame Macht der Evolution und des Lebens, das durch seine eigene Schöpfungen bedroht wird. In Prometheus sehen wir, wie die Evolution, ausgelöst durch die schwarze Substanz Black Goo, unaufhörlich Kreaturen erschafft, die noch gefährlicher und zerstörerischer sind. Die Trilobiten sind dabei eine Übergangsform, die letztlich zu den gefürchteten Xenomorphs führt, oder noch genauer gesagt zum Deacon. Ein Video über den Deacon haben wir euch hier verlinkt. Scott zeigt uns hier die Kehrseite der Evolution. Eine, die Leben nicht nur erschafft, sondern auch auslöscht. In dem Film Prometheus ist der Trilobit eine monströse, außerirdische Kreatur, die eine entscheidende Rolle in der Handlung spielt. Er hat jedoch wenig mit den realen Trilobiten unserer Erde zu tun, abgesehen von seinem Namen. Dieser Trilobit ist eine fiktive Lebensform, die in Ridley Scotts Universum eingeführt wurde, um eine Entstehung der bekannten Xenomorphs, der ikonischen Monster, zu erklären. Kleiner Verweis auf unsere Realität. Trilobiten sind bei uns eine ausgestorbene Klasse von Meeresanthropoden, die zur gleichen Gruppe wie Insekten, Spinnen und Krebse gehören. Sie lebten vor etwa 521 bis 252 Millionen Jahren und sind heute vor allem als Fossilien bekannt. Der Name Trilobit leitet sich vom lateinischen Wort Trilobus ab, was drei Lappen bedeutet. Das bezieht sich auf die charakteristische dreigeteilte Struktur ihres Körpers, die sowohl längs als auch quer in drei Teile gegliedert ist. Die Entstehung des Trilobiten in dem Film Prometheus ist das Ergebnis einer Reihe von biologischen und genetischen Manipulationen, die durch den Kontakt mit dem Black Goo ausgelöst werden. Diese Flüssigkeit, die von den Ingenieuren, den sogenannten Schöpfern der Menschheit, geschaffen wurde, dient als eine Art Biowaffe, die die DNA ihrer Wirte verändert. Hier ist eine Zusammenfassung der Entstehungen. Erstens, Kontakt mit der schwarzen Flüssigkeit. Charlie Holloway, ein Mitglied der Prometheus-Mission, wird absichtlich mit der schwarzen Flüssigkeit infiziert, nachdem David, ein Android, diese in sein Getränk mischt. Holloway hat später intime Beziehungen mit Elizabeth Shaw, einer weiteren Wissenschaftlerin auf der Mission, und überträgt dadurch die modifizierte DNA auf sie. Elizabeth Shaw wird unnatürlich schnell schwanger und entdeckt, dass sie eine fremdartige Kreatur in sich trägt. Dieses Wesen wächst extrem schnell und entwickelt sich zu einem Trilobiten, der schließlich durch eine Notoperation aus Shaws Körper entfernt wird. Der Trilobit wächst zu einer riesigen, tentakelbewehrten Kreatur heran und ist äußerst aggressiv und wächst schnell zu einer enormen Größe. Der Trilobit in Prometheus hat ein erschreckendes und bedrohliches Aussehen, das stark von seinen realen Namensvettern abweicht. Eines der markantesten Merkmale des Trilobiten sind seine vielen Tentakeln, die an den Kopf der Kreatur angehängt sind. Diese Tentakeln sind lang, flexibel und dienen dazu, sich an seine Beute zu klammern und sie festzuhalten. Die Kreatur hat außerdem einen großen, klaffenden Mund, der stark an denen der Facehugger aus der ursprünglichen Alien-Reihe erinnert. Dieser Mund dient auch dazu, einen Embryo in seinen Wirten zu implantieren. Obwohl er als Trilobit bezeichnet wird, hat er keine Ähnlichkeit mit den dreiteiligen Körperteilchen der echten Trilobiten. Sein Körper in Prometheus ist massig und gleicht eher einem hybriden Albtraum aus Tentakeln und Maul. Der Trilobit in Prometheus fungiert also als eine Art Vorläufer zu den Facehuggern, die in den späteren Alien-Reihen auftreten. Durch seinen Einsatz wird ein neues Wesen erschaffen, das schließlich zu einem frühen Vorfahren der Xenomorphs wird, wie wir sie aus den klassischen Alien-Filmen kennen. In Bezug auf Symbolik steht der Trilobit für die unkontrollierte und zerstörerische Macht der Schöpfung.
Das Wesen ist das Ergebnis von genetischen Manipulationen und symbolisiert die dunklen Konsequenzen von übermäßigem Forscherdrang und dem Versuch, Leben zu erschaffen oder dieses zu manipulieren. Zusammengefasst, der Trilobit in Prometheus ist eine fiktive Kreatur, die als evolutionärer Schritt innerhalb der Alien-Mythologie herhält. Seine Entstehung durch genetische Manipulation und sein bedrohliches Erscheinungsbild unterstreichen die Themen von Schöpfung und Zerstörung, die in Ridley Scotts Werken immer wiederkehren. Aber es geht nicht nur um die Wissenschaft oder Evolution. Der Trilobit in Alien symbolisiert auch die Hybris des Menschen und der Schöpfer. Es ist eine Warnung vor dem Streben nach unkontrollierbarem Wissen und Macht. In der Alien-Saga sehen wir immer wieder, wie die Schöpfer, seien es die Menschen oder die Engineers, ihre eigenen Kreationen nicht kontrollieren können und am Ende selbst Opfer ihrer eigenen Schöpfung werden. Ridley Scott hat nie davor zurückgeschreckt, schwere philosophische Themen in seine Filme zu integrieren. Die Trilobiten in Alien stehen für mehr als nur eine Brücke zwischen dem alten und dem neuen Leben. Sie sind ein Symbol für das unaufhörliche Streben nach Schöpfung, die unausweichliche Gefahr, die mit dem Drang nach Fortschritt einhergeht. Auch der Verweis auf die realen Trilobiten unserer Erde wird Ridley Scott wohl gut überlegt genommen haben, um anzeigen zu können, wie alt diese Schöpfung ist und dass gegebenenfalls alte Zeichnungen von unserer Erde sich mit der Mythologie aus Alien abgleichen können. Die Trilobiten sind in Alien nicht nur ein weiteres Alien-Monster, sondern stehen symbolisch für den ewigen Kreislauf von Schöpfung und Zerstörung. Sie sind ein Warnsignal an die Menschheit, an uns, dass mit großer Macht auch große Verantwortung kommt. Und hier grüßt nicht nur Spider-Man. Es gibt einige Theorien und Spekulationen darüber, ob Trilobiten oder ähnliche Kreaturen schon vor Alien Prometheus im Alien-Universum existiert haben, auch wenn sie nicht explizit benannt wurden. Diese Theorien basieren auf verschiedenen Interpretationen der Filme und dem erweiterten Universum der Alien-Reihe. In einigen Comics, Büchern und anderen erweiterten Medien des Alien-Franchises gibt es Hinweise auf verschiedene Formen von außerirdischen Parasiten und Lebensformen, die möglicherweise als Vorstufe des Trilobiten oder als parallele Entwicklung interpretiert werden könnten. Diese Medien bieten oft alternative Erklärungen oder erweitern die Mythologie, in der solche Kreaturen bereits vor Prometheus existiert haben. Ridley Scott und andere an der Alien-Reihe beteiligter Filmemacher hatten über die Jahre hinweg viele Ideen, die es nicht in die finalen Filme geschafft haben. Es ist also möglich, dass Konzepte für Trilobit-ähnliche Kreaturen bereits in früheren Entwicklungsstadien für die ursprünglichen Alien-Filme oder für Sequels und Prequels in Betracht gezogen wurden. Diese Ideen könnten später in abgewandelter Form in Prometheus eingeflossen sein. Es gibt aber keine konkreten Beweise dafür, dass Trilobiten in genau der Form, wie wir sie in Prometheus sehen, schon vor diesem Film existierten. Es gibt jedoch mehrere Theorien, die nahelegen, dass ähnliche Kreaturen oder Vorläufer dieser Art bereits in der langen und komplexen Geschichte des Alien-Universums eine Rolle gespielt haben können. Diese Theorien stützen sich aber auf Spekulation und Interpretation der übergreifenden Mythologie dieses Franchises. Also, wenn ihr das Abo noch nicht dagelassen habt, dann seid ihr jetzt an der richtigen Stelle, um unsere Reise gemeinsam noch größer zu machen und noch mehr Geheimnisse auf diesem Kanal entdecken zu können.